Hallo und weiter geht's. Sollen wir mal gucken, wie wir hier rauskommen. Ein Deckel. Können wir den nehmen? Haben wir jetzt einen Deckel mitgenommen? Nee, doch nicht. Wo sind wir hier? Fenster. Es scheint nicht vorgesehen zu sein, dass man es öffnet. Geh zu Zen-Garten. Oh, Zen-Garten. Oh, das ist ein Rätsel, das ist schlecht. Die Vögel meiden Dr. Marcells Anwesen. Kein Wunder. Geh zu Garten. Ach, guck mal, eine Hake, die nehmen wir mit. Ich werde doch nicht Dr. Marcells Garten machen. Sollst du auch nehmen. Da komme ich doch niemals rüber. Ja, muss klettern lernen, ne? Oh, ich sitze aber wieder schlecht hier. Wachturm, Vorhaus. Gehen wir mal zurück. Gehen wir mal in den Speisesaal. Ich meine, die müssen jetzt alle essen, oder nicht? Gucken, vielleicht können wir ein bisschen Mist machen. Ja, gucken wir uns mal in die Garage an. Zu. Immer dasselbe. Wie komme ich da nun wieder rein? Eingetrocknet und alt. Wie Dr. Marcel. Hey, das passt ja zu ihm. Nehmen wir mal mit. Die sind zu nichts mehr zu gebrauchen. Ach, schade. Okay. Wofür? Ich weiß nicht, hau ein paar Kisten damit kaputt. Vielleicht kriegst du ein paar Schrauben raus. Haha. Ja, nehmen wir mit. Okay. Womit? Mit dir selbst. Ich glaube, das Auto ist ein bisschen kaputt. Ich komme nicht mit der Hand durch den Spalt. Vielleicht können wir es ja kaputt machen. Machen wir mal die Hand. Warum baut niemand Autotüren aus Beeten? Ja, frage ich mich auch. Ah ja, die Edna. Geh mal raus. Und zwar gehen wir mal wieder durch die Tür durch. Und dann mal hier rein. Er sieht beschäftigt aus. Jetzt kann man hier Sachen kaufen. Sachen haben. Und das ist ein Rätsel. Oh, das ist natürlich richtig schön. Hoti und Moti. Hey, die kriegen alle Essen. Nur Edna kriegt nichts. Das ist ja gemein. Arme Edna bekommt nichts zu essen. Oh. Gucken wir mal. Warten, warten, warten. Speichern. Ich hasse Speichern. Er sieht beschäftigt aus. Das weißt du nicht mit Sicherheit. Ich frag mal, bist du beschäftigt, Koch? Siehst du? Sicher ist sicher. Oh, ist der liebevoll, der Koch. Es klingt so, als ob da drin gegessen wird. Ich riskiere mal einen Blick. Wir haben da auch Drogebecher. Da geh ich lieber nicht einfach so rein. Es wimmelt nur so von Wachen. Ich glaube, wir müssen hier irgendwie ein Rätsel lösen mit dem Speiseplan. Peter bekommt keinen Brei. Peter bekommt irgendwas anderes. Ich habe keine Ahnung, was ich da machen muss. Ah. Ups. Ah, ich wollte nicht aus Menü spielen. Vielleicht kriegt der König Brei. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen muss hier gerade. Gehen wir zurück. Ein Trolley. Damit wird das Essen in die Küche transportiert. Ich habe eine Idee. Das könnte klappen. Genau. Koch guckt gerade nicht.
Ups. Die gute alte Schnürsenkel-Zusammenknotennummer. Die gute alte... Mit bloßen Händen fasse ich den nicht an. Vielleicht ist es Zeit für rabiatere Maßnahmen. Haben wir einen Hammer? Nee, wir haben keinen Hammer. Gabel. Bevor ich anfange, für Unruhe zu sorgen, brauche ich erst einen Plan. Toll. Startkabel mit Fuß. Das wird ihn wohl kaum in Gang bringen. Die Frage ist, was wird? Was mag er nicht? Heißgetränk, aber wir haben kein Heißgetränk. Ketchup. Nicht nötig, da klebt schon genug Ketchup dran. Lecker. Bevor ich anfange, für Unruhe zu sorgen, brauche ich... Ich glaube, wir müssen einfach mal alles vermischen. Vielleicht hilft das ja. Es klingt so, als ich... Also wenn ich jetzt nicht rausfinde, wie es weitergeht, dann werde ich einfach mal gleich wieder nachgucken, weil... Damit wird das... Ich glaube, ihr habt auch keine Lust, dass ich irgendwie wirklich lange da sitze noch. Die gute... Die beiden teilen sich denselben Magen. Der lädt geradezu zu einer brutalen Gewalttat ein. Auf jeden Fall. Bevor ich anfange, für Unruhe zu sorgen, brauche ich erst ein... Ja komm, ich gucke jetzt mal eben nach, ne? Bis gleich. Und also ich will wirklich das Game auch beenden. Ich will jetzt nicht irgendwie 10 Stunden hier rumhängen und ich weiß nicht, wie ich weiterkomme, ich weiß nicht, wie ich weiterkomme. Das ist ein bisschen doof, naja. Bis gleich. Okay, ich habe keine Ahnung. Ich habe nichts gefunden gerade dazu. Also werde ich jetzt mal... Ich habe was anderes gefunden. Wir müssen nochmal zum Schlüsselmeister hin. Oh, da steht Dr. Marcells Chauffeur. Don't cry for me, Argentina. The truth is... Hallo? Ist er der? Ich suche lieber einen anderen Weg. Der singt so schlecht. Da wünscht man sich ja echt irgendwie nichts mehr zu hören, ey. Aua. Was machen wir denn? Ich würde mal sagen, wir werden einfach mal das Auto ein bisschen demolieren, dann kommt der Kerl automatisch. Oh oh. Schön demoliert, ey, richtig mit einer richtig schön dicken Delle. Wer war das? Ich nicht. Jetzt kommen wir hoch. Wir müssen nochmal zum Schlüsselmeister, weil der Kerl bringt uns halt weiter. So, Mr. Keymaster, willkommen. Ja. Creepy. Ich habe den Generalschlüssel. Nun, das hatte ich schon fast vermutet. In dem Augenblick, in dem die Tür aufging. Ich habe gezaubert, weißt du? Was machen wir als nächstes? Wir brauchen ein Vehikel, sonst kommen wir nicht weit. Generalschlüssel, ein Vehikel. Was als nächstes? Das Perpetuum mobile? Oder das fehlende Glied zwischen Mensch und Affe? Für das Letztere wüsste ich eine Kandidatin. Ich auch. Du bist frei. Ah, deswegen wohl auch die offene Tür. Aber freu dich nicht zu früh. Das größte Hindernis steht noch bevor. Und zwar das Vehikel. Worauf wartest du noch? Los geht's! Wir brauchen ein Vehikel.
Ich warte hier, bis du eins aufgetan hast. Und damit meine ich, wir brauchen wirklich Zugang zu dem Fahrzeug. Ja, genau. Wälz die Knochenarbeit wieder auf das Fußvolk ab. Schlag ruhig weiter, Wurzeln. Ich verdufte jetzt. Ja. Ha, ja, tschü. Was sind das da eigentlich? Na, Kalender. Haben nichts Besonderes für, also. Ist egal. Dann gehen wir mal wieder runter. Oh, da steht Dr. Marcells Chauffeur. Don't cry for me. Hör bitte auf, so schlecht zu singen. Ich suche lieber einen anderen. Vielleicht mit dem Wäschelift. Ja. Mit hier, also von hier aus müssten wir eigentlich jetzt wieder zurückkommen. Hoffe ich mal. Schade, der Wäschelift ist inaktiv. Okay, dann kommen wir hier nicht weiter. Wir haben ein Problem. Und zwar, wie kommen wir jetzt wieder nach unten? Warte mal, können wir irgendwo so ein Fenster benutzen, wo wir mal rausgucken können? Vielleicht können wir was aufs Auto schmeißen. Ich meine, wir haben genug zum Schmeißen. Schmeißen Poloschläger oder sowas, ja, wäre passend. Gucken wir mal. Können wir von hier aus was drehen, oder? Das Fenster kann ich nicht benutzen, schade. Guck mal nach, vielleicht haben wir hier ein Fenster, wo wir was drehen können. Nö, kein Fenster. Den da hinten wahrscheinlich wohl auch nicht. Gucken wir mal hier. Vielleicht hier. Hier haben wir auf jeden Fall ein Fenster. Gucken wir mal raus. Das geht auf jeden Fall aus. Gucken wir mal raus. Da geht's steil runter. Was kann ich da rausschmeißen? Schraubenschlüssel. Das Fenster hat keine Schrauben. Moment, ich schraub nur kurz die Diamantklinge auf. Was ist... Kennen wir schon den Joke, der war... Erzähl mir von der Freiheit, Harvey. Da draußen gibt es keine Gabeln. Alle essen mit den Fingern. Oh, toll. Erzähl mir von der Freiheit. Da draußen gibt es keine Gabel. Nein, ich will mir nicht den Ausblick ruinieren. Okay, wir können also nichts versauen damit. Die Schlüssel können wir hundertprozentig nicht rausschmeißen, das weiß ich jetzt schon. Erzähl mir von der... Draußen wird alles genauso heiß gekocht, wie es gegessen wird. Toll. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen muss. Ich werde nochmal eben nachchecken. Moment, das ist jetzt ein bisschen doof. Ich muss mich wirklich dafür entschuldigen, aber ich möchte es halt ein bisschen leichter für euch machen, weil sonst müsst ihr halt mich ganz alleine tragen. Oh, ich komme nicht weiter. Das ist ja auch doof, ja. Bis gleich. Okay, ich habe gerade einen Trick rausgefunden. Und zwar benutzen wir den Kaugummi-Automat. Vielleicht funktioniert es nochmal, ich habe es nämlich gerade gecheckt. Das kennen wir schon. Und jetzt? Spuckt sie das da raus, genau. Was ist das? Eine Alarmsirene? So kommen wir da weiter. Ist ja nicht schlecht. Dann können wir wieder runter, weil Schlüsselmeister haben wir ja schon befreit, also. Und ich sage es mal eben ganz kurz, ich muss wieder hier pausieren, beziehungsweise schneiden bis zum nächsten Mal. Und dann gucken wir mal, wie wir hier rauskommen.